Yu-Gi-Oh! Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro Online. Heutiger Deck Pro Arcanoda mit einem Gem Knight Deck hier. Karnickel, sehr schön. Das ist ein schönes Blatt. Och nee, ich mag Infernoid nicht. LOL! Ich habe das Gefühl, das ist kein Infernoid. Was zum Henker? Ich habe das ganz dumpfe Gefühl, dass das kein Infernoid ist. Wir machen erstmal Karnickel, dagegen nützt ihm auch sein Makrokosmos nichts, den er da verdeckt liegen hat und auch seines. Der Zug ergab gerade von vorne bis hinten keinen Sinn. Wir gehen jetzt einfach auf Kastel und schießen ihm seine Safe Zone weg. Ja. Dieser Zug ergab von vorne bis hinten keinen Sinn. Mal so hart überhaupt. Alter, was ist das denn? Bis gleich! Okay, second try. Wow. Ja, das 52-15. Will ich hier irgendwas direkt holen? Könnte ich nämlich. Ich habe eine Glanzfusion, aber kein Spell. Nee, ich lass mal noch. Ich glaube, wir haben nichts, was man proaktiv beschwört. Nee. Nicht mit Glanzfusion. Bin eh schon, was der jetzt machen will. Das kommentiere ich jetzt mal nicht. Nein. Maskierter Drache? Egal. Einfach ignorieren. Ich meine, gut, an sich war das Play jetzt nicht so übertrieben scheiße, ja? Er hat halt nur Pech, dass wir die BTH hatten. Ja, bloß maskierter Drache ist halt maskierter Drache. Ja, obwohl, Klammer auf, ich würde niemals Red Eyes Darkness Metal Dragon holen, wenn ich noch nichts im Friedhof habe, weil ansonsten rippt das Monster einfach und du hast nichts davon gehabt. Ich kann ihn auch von der Hand holen. Korrekt. Trotzdem. Von der Hand ist nicht so geil, dann gehst du trotzdem minus 1 auf der Hand. Ich könnte es noch auf ein Xyz-Monster gehen, aber ich habe nichts Proaktives, deswegen mache ich einfach den hier. Wir hätten was Proaktives, wenn wir schon ein paar Karten im Friedhof hätten. Ja. Aber um ein paar Karten im Friedhof zu haben, müsste ich erstmal die Glanzfusion aktivieren und mit der habe ich wiederum nichts Proaktives. Ja. Jedoch, wenn er jetzt irgendwas macht, kann ich hier mit Lazuli, und das ist Lapis, ich wechsle mal Lapis und Lazuli. Das hier ist Lazuli. Der eine hat keinen Effekt, der andere schon. Ja, aber sie sehen genau gleich aus, weil es nämlich vom Kartentext der Zwillinge sind. Oder sind es Freundinnen, keine Ahnung. Sie sehen jedenfalls gleich aus und Lapis Lazuli gehört ja auch irgendwo zusammen, ne? Ja. Klammer auf, Klugscheißer-Modus an alle Zuschauer. Lapis Lazuli ist der Stein, dem wir die Farbe Ultramarin verdanken. Und? Ja, ist so. Ultramarin, jenseits des Meeres. Weil man den nicht im Meer gefunden hatte. Ja, die waren jetzt nicht so einfallsreich. Nee, darum ging's mir nicht. Wo kommt jetzt das Klugscheißerwissen, was über die Allgemeinbildung hinausgeht? Durchgeknallte Kunstlehrerin. Nein, das gerade war ja jetzt Allgemeinbildung. Und wo kommt jetzt das Interessante? Dass Lapis Lazuli den Ultramarineton begründet hat, würde ich jetzt mal sagen. Was war das jetzt für ein Zug? Ich weiß es nicht. Was hat er sich eigentlich gerade in den Friedhof geschmissen? Absorptionsfusion, was war das nochmal? Flügel, den hatte. Jetzt geht Party ab. Okay. Warte, was braucht das Citrin nochmal? Nur zwei Edelsteinritter, oder? Du kannst Sachen fragen. Ich meine ja. Guck hat nach. Nein, ein Edelsteinritter und ein Pyro. Also sprich Granat. Gut.
So, jetzt müsstest du den. Jetzt kannst du auch den Effekt von Bernstein aktivieren. Richtig, ne? Das ist der Plan. Gut, das ist jetzt etwas schade. Nevermind. Ach so, und jetzt aktiviert sich noch Lazuli? Nee, leider nicht, hat nichts im Friedhof. Ach so, normales Monster im Friedhof, okay. Nicht dran dacht. Dachte, der haut auch ein Verbanntes zurück. Der Effekt darf nicht gehen. Bitte. Tut's auch nicht. Was ist das hier schon wieder für ein Vogel? Gerade mal kurz ein episches Hearthstone-Play raushauen, was ich gerade noch gesehen habe. Sekunde, aber ich wollte gerade nur sagen, wieso haben wir eigentlich, wenn wir solche mäßigen Decks spielen, immer entweder nur Top-Meta-Spieler oder die letzten Volltröten? Keine Ahnung, aber ist so. Also darf ich jetzt? Ja. Also pass auf. Mage gegen Warlock. Mage noch auf 11 Leben. Mhm. Hat aber ein Warlock ist noch wesentlich niedriger und der Mage hat Antonidas auf der Hand und Feuerbälle, also es ist Antonidas auf dem Feld und ein paar Feuerbälle auf der Hand, also für den, in der nächsten Runde ist es für den Warlock gelaufen. Ja, ja? Definitiv. So, okay. Was macht der Warlock? Guter Zug. Ist ja zum Glück hat Malicious keinen Effekt oder so. Mhm. Ich meine, er kann jetzt auf Black Rose gehen und sich einen Keks freuen. Tut er noch nicht mal. Glasflügel. Ja, der hilft so kind of. Also er hilft, ja. Aber wobei, verdammt. Kannst du auf den Cowboy gehen? Ja. Dann, ah nee, warte mal, Cowboy targetet auch. Zieh fix. Wie kommen wir dem jetzt vorbei? Oder? Warte, nein. Entschuldigung. Cowboy targetet nicht. Wir können Cowboy machen. In Angriffsposition, bitte. Ja. Heute mal der andere Effekt. Also das dürfte zumindest nicht targeten. Finden wir es raus. Außerdem ist es ja nicht Stufe 5 oder höher. Oder? Ah ja, das Target muss 5 oder höher sein. So, theoretisch müsste jetzt bam, das klappt. Gut, dass mir das jetzt noch eingefallen ist. Ansonsten hätten wir nämlich echt hier nichts gehabt. Mhm. Ja, das stimmt. Also, ich meine, klar, wir hätten noch ein paar Fusionsviecher gehabt, die auch von schlichter Attacke hier drüber gekommen wären, ja? Aber ja, wir haben dieses eine Ding, das stimmt, wir wären auch so drüber gekommen. Wir haben... Lol. Top Deck, please. Macht nix, ich hab ne Klarfusion. Okay, also, das hat das, was ich raushauen wollte. Also, pass ja. auf. Der Warlock hat folgendes Board. Oder was hatte er? Er hat nur einen Creeper gehabt. Haunted Creeper. So. Spielt... Knife Juggler, wo die mein Gegner auf 12 Leben schon, auf 12 Leben. So. Ja. Spielt den Knife Juggler, spielt Eule und Silence damit den einzigen Taunt vom Mage. So. Messer fliegt, trifft den Mage ins Face. Ja. Warlock spielt seine letzte Handkarte, Power Bubble auf den Creeper. Tappt. Top Deck mit dem Tap das zweite Power Bubble. Spielt das auch auf den Creeper. Creeper ist also auf 9 Angriff. Ballert dem ins Face, Ende des Zuges, Creeper stirbt wegen Power Overwhelming, spawnt die beiden Creeper und beide Knives treffen den Mage ins Face, Ende. Wow. Antonidas, dem gesilenzten Taunter und ich glaube noch 2 oder 3 andere Mobs vorbei. RNG, please. Yo. Dann bis gleich zur Deckbewertung. Und vor allem das Schöne war dann, dann kam nur am Ende noch als Kommentar, ist richtig schön im LOL-Style. Knife Juggler has slain Jaina. Und dann die LOL-Stimme im Hintergrund. An enemy is godlike. So gut. Okay, ja, also bis gleich. So, da sind wir. Kurz was zum Side-Deck, was offensichtlich ein Arbeit-Side-Deck ist. Ich würde es bei 2 Lapis belassen. Belassen vor allem. Belassen. Übrigens interessant, dass ich bei Edelstein Ritter Lapis extra auf Ritterin umgestiegen sind, bei Lazuli aber nicht. Gaia-Platte würde ich mir auch verkneifen. Ich denke, gut, er hat einen schnellen Burst. Aber das ist so ein Ultimate-Finisher, den man sich nicht raussuchen kann. Also, nee. Im Side-Deck, im Extra-Deck ist was anderes, aber im Main-Deck.
Seraphnit baut Tempo auf, passt nicht ins Deck. Also kann im Side-Deck bleiben. Begräbnis aus einer anderen Dimension. Nee, da ist DDR besser. Ich finde diesen Namen immer noch so bescheuert. DDR. Wer hat da nicht mitgedacht, mal ehrlich? Ich meine, hätten sie es nicht... was weiß ich... Nicht statt Reinkarnation aus einer anderen Dimension... Erweckung aus einer anderen Dimension oder irgendwas? Was fällt mir noch spontan ein? Ich bin mit Traps dann nicht so glücklich. Weil ich persönlich würde einfach mehrmals den Citrin spielen und der hat ja Armades-Effekt. Ja, da brauchst du den Traps dann nicht wirklich. Ich meine, gut, der hat jetzt hier ein bisschen geholfen, aber. Citrin pack häufiger rein, der ist mächtig. Ich meine, Lapis Lazuli. Ja, ist jetzt nicht so scheiße, aber. Guck mal gerade, welche haben wir denn noch? Dann, der Cowboy fehlt. Wieso hab ich jetzt gesagt, Cowboy fehlt, ist doch drin. Nein, ist er nicht. Hier ist eine Kette drin, die ist verboten. Deswegen haben wir einen Cowboy stattdessen reingepackt. Aber pack den Cowboy rein. Gut, jetzt ist klar, was für rausfliegt, die Kette. Aber an sich, Cowboy muss rein. Der hätte aber vorher schwerlich ins Deck reingepasst, weil Kette ist hier einfach besser als Cowboy. Punkt aus. Ja, ja, klar, klar. Nur ist Cowboy trotzdem eine Karte, auf die man nicht verzichten darf. Und jetzt ist es halt obvious, welche Karte dafür rausfliegt. Weil die Kette muss raus. Die ist verboten. Aber an sich, welche Fusionen drin sind, würde ich mal sagen, wurde sich richtig entschieden. Ich guck mal gerade die anderen an, weil ich die anderen nicht kenne. Ich meine, Zirconia kommt einfach 100 Mal leichter als Meister Diamant, weil er nur zwei Viecher braucht und ist deswegen ein schneller Burst. Trotzdem würde ich hier nicht auf 2:1, sondern lieber auf 1:2 gehen, weil hier Diamantglanz und Meister Diamant sind halt schon echt mächtige Bossmonster. Und ich würde mir vielleicht überlegen... Abgesehen davon, dass Meister Diamant ja sogar ohne seinen Effekt, also selbst wenn man den mit Glanzfusion holt, immer noch mindestens 3000 Attack hat. Ja, und ich glaube, man könnte sich auch überlegen, hier die Splitterfusion reinzutun, weil ich meine, klar, das Monster rippt in der Endphase, aber ich meine... Alternative wäre auch die Pyroxene-Fusion, denn ich meine, eine Schnelleffekt-Fusion ist auch nicht so kacke. Ja, aber ich würde eher Splitterfusion machen, weil das ist halt Schnellfusion vom Friedhof. Klar. Und vom Friedhof ist halt geil. Und ich meine, wenn du ja schon einen Felgrand-Drachen reinpackst, dann kann auch ruhig eine Schnellfusion rein. Ja. Abgesehen davon kann sein, dass Zirconia ja der einzige mit Stufe 8 ist. Irgendwie schon, ja. Aber Prisma Aura und Citrin, Rausack, wie geil, wie wär's? Ich meine ja nur. Weil ich meine, extra wegen dem Felgrand zweimal Zirconia reinzupacken, der von seinem einen Material weniger absolut nichts kann, was Meister Diamant nicht 100-mal besser machen würde. Ich meine, der hat halt nur Attack und sonst nix. Den Job macht sogar Rubin besser. Gut. Gibt noch irgendwas, was wir noch nicht gesagt haben? Ich glaube, das war alles. Ja. Sehr schön. Gem Knights sind ein mittelmäßiges Thema, das du ganz gut was rausholen kann. Allerdings sind hier schon ein paar Mäkel drin, weswegen es hier für 9 Punkte gibt. Wenn ihr uns eure Decks schicken wollt, guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und nochmal Erinnerung, wir nehmen jetzt nur noch die ersten 5 Decks pro Woche. Also... fix sein, wenn ihr ein Deck schicken wollt. Montag 8 Uhr läuft der Timer. Jo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. I'm gonna go get some more.